Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen auf meinem Kanal. Auf Insta poste ich auch regelmäßig ein paar Fotos. Wer Interesse hat, der klickt einfach unten am Video, also unter dem Video, den Link an. Heute zeige ich euch was für die Tür mit zwei kleinen, also einmal einen großen Kranz, einmal einen kleinen Kranz. Als Beispiel für das kleine Kränzchen könntet ihr auch einen Teller nehmen, einen kleinen Strohrömer drauf und das Kränzchen drauflegen und ein paar Eier füllen oder eine Vase reinstellen mit Schnittblumen. Wir machen es heute jetzt für die Tür. Ich habe einmal so einen kleinen Ring. Den könnt ihr auch selber biegen aus einem Aludraht. Wichtig ist, dass es ein bisschen rutschfest ist, gerade wenn man jetzt den Kranz nicht ganz umwickelt. Drum suche ich, würde ich euch empfehlen, das Ganze einfach ein bisschen mit diesem Tape zu umwickeln. Das geht ganz einfach, einfach ein Stück abreißen und um den Kranz herum. Einfach. Und wenn ihr das dann wickelt, dann rutscht euch der Draht und auch das gesamte Gebinde nicht weg. Einfach drumherum, wenn es nicht reicht, nochmal ein Stück abreißen und weiterverfahren. So, ich habe mir bei dem großen Kranz zwei Seiten umwickelt. Einmal eine größere, einmal eine kleinere. Die kleinere, die werde ich jetzt mit euch binden und den Draht befestigt. Einfach eine Schlaufe, einmal drumherum, also einmal zum Zusammenknoten und normalerweise bei einem Kranz oder Tannenkranz fängt man halt an, die kleinen Teile zuerst und dann die größeren. Also man hat meistens immer größere Stücke, Tanne. Jetzt bei dem ist es, weil es so klein ist und so filigran, ist es jetzt nicht unbedingt so notwendig. Also fängt man eigentlich mit den kleinen Stücken an und arbeitet sich dann nach außen vor. Ich fange jetzt einfach an. Genommen habe ich hier von der Spinosa, da könnt ihr auch einen wilden Thymian nehmen. Ich habe mir Buchs geschnitten, alternativ geht auch Eukalyptus und dann habe ich noch ein bisschen Moos und ein Schleierkraut. Das trocknet halt alles wunderbar ein. Ihr könnt einmal drum wickeln oder das ist für euch, wenn ihr unsicher seid, einfach zweimal drum wickeln. Die größeren Stücke nach außen, dann gibt es halt einfach diese Kranzform. Das passt sich dann an. Die Efeubeeren habe ich, glaube ich, auch vergessen zu erwähnen. Die trocknen auch. Und dann gebe ich einfach noch so ein bisschen Moos dazu. So, den Schluss abschneiden und den Draht dann, also mehrmals drum wickeln zum Schluss und den Draht dann einfach irgendwo einstecken. So, jetzt mache ich mir meine Bänder hier dran. Da habe ich jetzt so ein paar dünne Bänder, die habe ich ja schon abgeschnitten.
die befestige ich jetzt einfach hier hin an den Ring, einmal mit einem Knoten. Und dann nehme ich mir das kleine Kränzchen und hänge das mit einem dünnen Draht an den großen. So habe ich mir das gedacht. Dann könnt ihr es auch mit dem Draht dann einfach aufhängen. So. Das war's von mir. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und wer Lust hat, macht es einfach nach. Viel Spaß dabei. Bleibt gesund und bis nächstes Mal. Tschüss.